Kulturerbe verbinden wir normalerweise mit Gebäuden, mit Strukturen, die sehr lange leben, wie zum Beispiel Pyramiden in Ägypten. Es gibt aber sicher auch Kulturerbe aus dem Technologiebereich. Das sind Produkte, die irgendwo die Gesellschaft sehr stark beeinflussen. Zum Beispiel Fahrzeuge, die plötzlich auf dem Markt sind, oder vielleicht kürzlich iPhones, die plötzlich unser tägliches Leben sehr stark beeinflussen. So one very well known example is World Wide Web, which was developed in 80s at CERN in order to facilitate communications between different universities participating in an experiment and to allow for data transfer between them. And now this technology penetrates every house and every computer and phone and allows people to go to internet and read the news every day. Ein Objekt, ein Produkt wird aus meiner Sicht zum Kulturerbe, sobald es in der Gesellschaft einen großen Impact hat. Dass eben die Gesellschaft emotional betroffen ist mit diesem Produkt und das aufnimmt und wirklich im täglichen Leben ein Wandel stattfindet durch das Produkt. One less known story of technology transfer, which nonetheless still is with us every day, is the touchscreen usage. And again, for the first time, it was used to facilitate the lives of people at CERN in the 70s when it was applied in order to organize work in the control room for the accelerator. And this time, it required around 30-40 years in order to come to our lives really at the everyday level, just because we needed to refine the technology for better sensitivity and usage in the really small devices.